Hydroponik. Datenbasiertes Gestalten einer blau-grünen Stadt. Hey, das ist Marie. Marie lebt in einer Großstadt. Dort ist es in letzter Zeit oft ziemlich heiß und die Luftqualität ist auch nicht besonders gut. Tja, das ist Teil des Klimawandels. Marie fragt sich aber, können die Städte gekühlt werden? Yes, you can. Grünanlagen. Sie generieren frische Luft und kühlen ihre Umwelt. Der Platz für Grünanlagen in einer Stadt ist aber stark begrenzt. Stattdessen haben wir dort aber viele Hausdächer und Wände. Und diese Flächen können für Hydroponik genutzt werden. Hydroponik? Hydroponik, das ist der Pflanzenanbau in Wasser. Aber wo kommt das Wasser her? Oder woher weiß ich, wann ich das Wasser wechseln soll? Oder ob es meinen Pflanzen gut geht? Das Wasser erzeugen die Häuser praktisch von alleine. Jedes Mal, wenn wir uns duschen oder unser Geschirr spülen, entsteht sogenanntes Grauwasser. Und die Daten, diese kommen von Sensoren. Hydroponikanlagen können ganze Häuserwände umspannen oder im Do-it-yourself-Konstruktionen in sogenannten Dutch Buckets umgesetzt werden. Marie hat einen Dutch Bucket gebaut und hier ist, wie er funktioniert. Dutch Buckets bestehen aus zwei miteinander verbundenen Behältern, von denen der eine die Pflanze und der andere das Wasser fasst. Die Pflanzen bekommen Wasser und Nährstoffe komplett über den zweiten Behälter und sie sind, wenn richtig eingestellt, sehr pflegeleicht. Egal ob groß oder klein, Hydroponikanlagen können mit Sensoren und Aktuatoren ausgestattet werden. Sensoren sammeln die Daten und schicken diese per Wi-Fi an eine App. Die Nutzerinnen und Nutzer können die visualisierten Daten in der App bequem abrufen. Es können zum Beispiel folgende Informationen gemessen werden: Wasserstand, pH-Wert, UV-Strahlung und viele, viele andere. Marie bekommt Ideen. Mit Hydroponik könnte man ja klasse Sachen machen. Bewachsene Wartehäuschen oder Urban Gardening für ganze Plattenbauten, Unterricht an Schulen. Von Hydroponik können alle Stadtbewohner profitieren. Garantiert. Vielen Dank für euer Interesse. Und jetzt wünschen wir viel Spaß bei der Präsentation.